Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt der Aktuellen Stunde, Krisenvorsorge in Dresden. Einreicher ist Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Darf jetzt zunächst Herrn Lippmann bitten, da in das Thema einzusteigen. Und wie ich es eingangs gesagt hatte, würde in der Fraktionsrunde dann die SPD beginnen in der Folge. Bitte schön, Herr Lippmann, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Anlass für unseren heutigen, für die Umsetzung unseres heutigen Antrages Aktuelle Stunde war die noch nicht realisierte Notstromversorgung des Tanklagers Bremer Straße. Wie bekannt ist das Tanklager dafür zuständig, im Krisenfall alle Verbraucher, die Kraftstoff brauchen, zu versorgen. Dazu ist eine Elektrifizierung, sage ich mal, etwas flapsig notwendig, die bis zum heutigen Tag noch nicht realisiert werden konnte. Die Situation ist auch in Kenntnis der Argumente, die mit Ausschreibung etc. einhergehen, ja, freundlich ausgedrückt, hoch beunruhigend. Allerdings ist das Thema Krisenvorsorge eben komplexer, umfangreicher als die Umsetzung dieses einen Punktes, den ich vorhin nannte. Und ich habe nicht die Hoffnung, dass ich in 5 Minuten das gesamte Themenfeld abbilden kann, welches für Krisenvorsorge notwendig wäre. In den zurückliegenden Jahren hatte man immer das Gefühl, dass nach einem Krisenereignis alles dann fokussiert war auf die Umsetzung und auf die mögliche Vermeidung von Krisenfolgen für genau dieses Ereignis, welches eben stattgefunden hatte. Das war 2002, das war 2013 so. Nach den Hochwasserereignissen hatte man das Gefühl, dass sich alles auf Hochwasserschutz fokussiert und alles andere etwas in den Hintergrund trat. 2021 dann das Ereignis am Umspannwerk in Schachwitz. Alles sprach anschließend von Blackout und Stromversorgungsausfall und alles andere trat in den Hintergrund. Im anschließenden Jahren dann die Pandemie und ihre Folgen und wie können wir bei einer neuen Pandemie gewappnet sein. Aber das Thema, wie gesagt, ist sehr komplex. Ich reiße einfach nur mögliche Themen an. Vorstellbar und vielleicht in Ihrer Fantasie schon mit verankert, die Vorstellung, dass einmal Kommunikationsnetze in größerem Umfang ausfallen können. Wie wir wissen, stehen die meisten Server nicht hier in Europa, sondern irgendwo in der Welt. Die Netze, Leitungen, Kabel und so weiter sind nicht immer sicher, wie wir erfahren haben. Also, wie wären wir auf so eine Situation vorbereitet? Denkbar wäre auch ein Kälteeinbruch verbunden mit dem Ausfall von Stromnetzen, mit Eisregen, mit dem Ausfall partiell zumindest des Fernwärmenetzes etc. Ein großflächiger Stromausfall, wird immer gesagt, ist relativ unwahrscheinlich, aber eben doch nicht ausgeschlossen. Dazu käme noch das CBRN-Ereignis, früher ganz kurz unter dem Kürzel ABC-Ereignis. ABC-Abkürzung dürfte bekannt sein, die atomare, biologische und chemische Möglichkeit einer Krisensituation, das möchte ich jetzt mit meiner Fantasie nicht näher ausführen, das können Sie selbst übernehmen, aber heute ist nichts mehr auszuschließen. Im Ausschuss Allgemeine Verwaltung haben wir das Thema angesprochen. Es liegt eine Antwort der Verwaltung vom 18.04.23 vor, die sozusagen den Maßnahmekatalog der Stadtverwaltung zur Krisenvorsorge beinhaltet. Ist es nicht ganz zufriedenstellend, wenn darin ausgeführt wird, für Krisen aller Art Vorsorge zu treffen, ist in erster Linie Aufgabe des sachlich zuständigen Bereiches. Zentrale Planungen sind dazu nicht aufgestellt. Also bleibt es den zuständigen Bereichen überlassen, das beruhigt nicht so sehr. Ich denke, hier muss ein Umsetzungscontrolling folgen und die Umsetzung genau dieser Vorsorge sollte nicht in einzelnen Bereichen überlassen werden. Dazu auch 2 konkrete Fragen, die sich daraus ergeben. Wenn wir in die Stadtbezirke gucken, dann sind dort zum Beispiel die Vorkehrungen für Stromausfall relativ unterschiedlich. Im Bereich Prolis beispielsweise wissen wir, dass eine Notstromversorgung des Stadtbezirksamtes nicht geplant, nicht realisiert ist. Und gerade in Prolis halte ich das für sehr problematisch.
Vielleicht haben wir Gelegenheit, beim Masterplan Prolis dort Bezug zu nehmen und die 10.000 Euro, die es in etwa kosten würde, mit zu erübrigen. In Pieschen hat sich der Stadtbezirksbeirat selbst geholfen, indem er aus seinem eigenen Fonds diese Notstromversorgung realisiert hat, mit einem eigenen Antrag von Oktober 2022. Andere Stadtbezirke haben diesbezüglich nachgezogen. Der zweite Punkt ist die Bevorratung mit Schutzausrüstung etc., Lebensmittel und so weiter. Diese erfolgt in Dresden in zentralen Lagern. Das ist so gesehen gut. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass dezentrale Versorgung sicherlich sinnvoll und notwendig sind. Und darüber sollte nochmal über die Konzentration nachgedacht werden. Ja, ich kürze aufgrund der Zeit etwas ab. Das Wichtige ist eigentlich für uns, dass individuelle Vorkehrungen ermöglicht werden. Das ist der Hauptpunkt, die Bevölkerung mitzunehmen, dass der bundesweite Warntag als solcher genutzt wird, dass quartalsweise Probealarm von Sirenen in Dresden ebenfalls dazu mit genutzt werden und dass die Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe der Bevölkerung in ausreichender Weise vermittelt werden. Wie das gehen kann, haben wir versucht, in unserem Antrag darzustellen, der heute noch auf der Tagesordnung steht. Und wir hoffen, dass dort Zustimmung aus dem Kreis hier erfolgen kann. Ein Satz ist in dem Zusammenhang noch wichtig. Bei der ganzen Diskussion um Krisenbewältigung, Vorsorge und gegebenenfalls auch Nachsorge bzw. Auswertung ist der Blick auf das Brand- und Katastrophenschutzamt der Landeshauptstadt natürlich angezeigt. Wenn Sie bei dresden.de googeln, das Thema Katastrophenschutzplan eingeben, kommt Ihnen außer den 20-Jahresberichten des Brand- und Katastrophenschutzamtes sonst kein Ergebnis unter die Finger, aber die 20-Jahresberichte, die kann man durchaus zur Kenntnis nehmen und sie deuten darauf hin, dass wir ein hochleistungsfähiges Brand- und Katastrophenschutzamt haben. Und das ist in dem Kontext wiederum beruhigend und ich möchte an der Stelle diese Stelle auch nutzen, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort herzlichen Dank auszusprechen, auch für die unterjährige Berichterstattung im Ausschuss AV. Wir werden dort regelmäßig über die Bekämpfung oder Bearbeitung von Krisenfällen wie zum Beispiel Bombenfunden oder auch des Gasbrandes informiert. Und da tut sich schon in etwa die Gewissheit auf, dass dort dieses Amt auf der Höhe des Geschehens ist. Vielen Dank. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Ich darf Frau Mühlbach zunächst bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, liebe Fraktion, Freie Wähler, Freie Bürger, vergessen Sie das Liebe. Eine aktuelle Stunde zum Thema Krisenvorsorge in Dresden, bei der Sie sich an der Errichtung eines Netzaggregates aufhängen, für das es noch keinen Fertigstellungstermin gibt. Echt, Herr Zellippmann? Ein Blick in die Geschäftsordnung dieses Stadtrates gibt Ihnen zwar recht, es ist ein Thema, das in die Zuständigkeit des Rates fällt, der hat aber schon längst beschlossen, wie Sie richtig gesagt haben, in dem Fall der Ausschuss für allgemeine Verwaltung, nämlich, dass es ein solches Aggregat geben soll, ergänzt um entsprechende Schwerpunkttankstellen. Was fehlt, ist der konkrete Termin. Das veranlasst Sie zu einer aktuellen Debatte. Diese aktuelle Debatte, sehr geehrter Herr Lippmann, ist so unnötig wie ein Kropf. Sie verschwendet die Zeit der hier ehrenamtlich tätigen Räte und dient nur einem einzigen Zweck, nämlich dem der Freien Wähler, sich als die großen Kümmerer zu profilieren. Dazu spicken Sie die Tagesordnung im Anschluss noch mit einem ähnlichen Antrag, Tag der Krisenvorsorge, Notfall üben. Liebe Freie Wähler, Freie Bürger, wenn diese Stadt Dresden eines nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre gelernt hat, dann ist es umfassenden Katastrophenschutz und ein umfassendes Katastrophenschutzmanagement, gibt es übrigens auch schon. Dazu gehört auch ein Notfallplan im Falle eines Stromausfalls. Diese Debatte ist zu nichts anderem nütze, als bei den Menschen, die sie verfolgen, eine diffuse Angst zu schüren. Diese Stadt wäre auf mögliche Katastrophen nicht adäquat vorbereitet. Dabei gilt es in Wahrheit, die Dresdnerinnen und Dresdner nur vor einem zu schützen. Das sind ihre von Populismus strotzenden Anträge, die zu nichts anderem dienen, als die Zeit dieses Rates zu verschwenden, die dringend für wichtige Entscheidungen benötigt würde. Deshalb höre ich jetzt auch auf und spende den Rest meiner Redezeit für die wirklich wichtigen Themen, die in diesem Rat dringend behandelt werden müssten. Danke.
Wir setzen fort mit der FDP-Fraktion. Herr Maloney, verzichtet. Dann sind wir bei Dissidenten. Herr Dr. Schulte-Wissemann. Ich kann mich ja nur anschließen, nichts an dieser Aktuellen Stunde ist aktuell und deswegen werden wir unsere gesamten 5 Minuten diesem Erdball schenken. Danke. So, dann kämen wir zur AfD-Fraktion. Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger, für alle Fälle vorbereitet, das sollte das Ziel sein, auch bei der Landeshauptstadt Dresden. Daher hat die Stadt als untere Katastrophenschutzbehörde bereits Vorsorgepläne, Gefahrenanalysen und Handlungsmaßnahmen für folgende Krisensituationen aufgestellt. Allgemeiner Katastrophenschutzplan der Landeshauptstadt Dresden, bundeseinheitliche Gefahrenabschätzung für die Landeshauptstadt Dresden, Evakuierungsplan der Landeshauptstadt Dresden, Hochwasserabwehrplan, Hochwassernachrichten- und Alarmdienst, Information- und Kommunikationssystem, Kampfmittelfund, kritische Infrastruktur, Notfallverbund Kulturgutschutz, Sanitätsdienstplan, Schutz von Kulturgut, SOS Elbe, internationaler Warn- und Alarmplan, Starkregengefahren, Stromausfall in der Landeshauptstadt Dresden-Talsperre, Malta, Versagensrisiko, Verlegung der speziellen Führungseinrichtung, Ausweichführungsstelle, Waldbrand etc. etc. Untätigkeit können wir der Verwaltung nicht pauschal vorwerfen. Bei allen beschriebenen Szenarien zeigt sich leider erst im Fall des Falles, also im Ernstfall, was die Pläne wert sind. Ein bekanntes Zitat besagt, es ist sinnlos zu sagen, wir tun unser Bestes, es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist. Was ist erforderlich aus Sicht der Antragsteller dieser Aktuellen Stunde zum Thema Krisenvorsorge in Dresden, ist vor allem die Errichtung einer Notstromversorgung im Großtanklager an der Bremer Straße wichtig. Diese Anlage ist notwendig, um bei einem großflächigen Stromausfall überlebenswichtige Einrichtungen wie Wasserversorgung, Krankenhäuser, Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei und Polizei am Laufen zu halten. So die Antragsteller. Dass der Oberbürgermeister einräumen muss, dass sich derzeit kein verlässlicher Termin für die Fertigstellung bestimmen lässt, ist gelinde gesagt bedenklich. Hier nach dem Motto zu verfahren, ist ja nochmal gut gegangen, ist fahrlässig. Tritt ein Großschadensereignis ein und die Handlungsfähigkeit der Rettungsorganisationen wird durch die Tatsache eingeschränkt, dass die Versorgung aufgrund einer nicht vorhandenen Notstromversorgung im Großtanklager scheiterte, möchten wir nicht in der Haut des Oberbürgermeisters stecken. Hier besteht also offensichtlicher Handlungsbedarf seitens der Landeshauptstadt Dresden. Die zentrale Erkenntnis sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Im Notfall gibt es ohne Strom kein Benzin und ohne Benzin keine Notstromversorgung. Beispielsweise in Krankenhäusern und bereits mittelfristig keine Hilfe durch Feuerwehr und andere Rettungsdienste, weil ihnen der Sprit ausgeht. Öl hier in Form von Benzin und Dieselkraftstoff ist und bleibt das Lebenselixier der modernen Gesellschaft und die Grundlage von dauerhafter, unabhängiger Mobilität, wie sie insbesondere im Krisenfall lebensnotwendig ist. Wir hoffen, die Verwaltung nimmt hierzu auch noch Stellung und informiert den Stadtrat und die Öffentlichkeit darüber, wann das als durchaus sicherheitsrelevante analysierte Problem nun endlich behoben wird. Und sollten die Verwaltung im Zuge der regelmäßigen Evaluierung der Notfallpläne weitere Defizite aufgefallen sein, werden diese hoffentlich sofort angegangen und behoben. Auf die Unterstützung der AfD-Fraktion können Sie dabei zählen. Abschließend, und das ist wichtig zu betonen, sollten sich die Bürger nicht nur auf die öffentlichen Stellen verlassen, denn in solchen Situationen bei großflächigen Schadenslagen können Rettungskräfte nicht überall gleichzeitig sein. Nur wer vorbereitet ist, kann sich selbst, Angehörigen und Nachbarn helfen, bis staatliche Hilfe eintrifft. Daher ist es wichtig, sich mit dem Thema Notfallvorsorge auseinanderzusetzen. Frau Mühlbach, dazu gibt es sogar vom BBK eine entsprechende Broschüre. Die ist also nicht umsonst gedruckt worden, sondern die macht durchaus Sinn.
Und das kann man nur den Bürgern auch empfehlen, sich eine solche Broschüre mal zuzulegen. Klammer zu. Und entsprechend auch persönlich Vorsorge zu treffen, damit man im schlimmsten Fall nicht auf der Strecke bleibt. Eine gute Vorbereitung ist bereits ein wesentlicher Teil des Notwendigen für Bürger sowie die Verwaltung und die Katastrophenschutzbehörde der Landeshauptstadt Dresden. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Bündnis 90 Die Grünen Frau Mühle nach vorne bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe StadträtInnen, liebe Bürger im Saal und zu Hause am Stream. Aufhänger der Aktuellen Stunde, Frau Mühlbach und die Einbringer haben es gesagt, ist die Netzersatzanlage im Tanklager Bremer Straße. Dort ist inzwischen im Übrigen die Voraussetzung gefunden worden, um zumindest eine mobile Netzersatzanlage, wie zum Beispiel vom Technischen Hilfswerk, im Falle des Falles aufzustellen. Wann bräuchte man so ein Notstromaggregat dort überhaupt? Nämlich nur genau dann, wenn wir einen langfristigen, unvorhergesehenen, unkontrollierten und flächenmäßig übergreifenden Stromausfall haben. Das ist das, was man einen Blackout nennt. Dieser Blackout ist zugegebenermaßen nicht völlig unmöglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist eben nicht das, was wir 2021 hatten, nämlich einen zeitlich begrenzten und auch räumlich begrenzten Stromausfall aufgrund eines technischen Defekts. Und es ist auch nie das, was wir infolge von Unwettern, Starkregen, Hochwassern, teilweise Stürmen oder auch Schneelasten regional begrenzt in Deutschland schon hatten. Der Begriff Blackout macht vielen Menschen Angst und das ist auch das, womit so viele hier sozusagen versuchen, Politik zu machen, insbesondere Angst vor dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Genau. Anders als von vielen Untergangspropheten allerdings gesagt, ist das deutsche Stromnetz eines der sichersten der Welt. Im vergangenen Jahr waren durchschnittlich nur 12,2 Minuten die VerbraucherInnen ohne Strom. Und einen ungewollten Stresstest für die Netzstabilität hat unser Netz auch im Winter 2022-2023 mit den Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine bestanden. Die vorhin von mir genannten Gründe für Stromausfälle sind auch Ursache oder werden verstärkt durch den Klimawandel. Auch das kann man zur Kenntnis nehmen. Und mir ist auch wichtig zu sagen, dass nicht nur bei der Vermeidung des weiteren Anstiegs der globalen Temperaturen, also des Klimawandels, sondern auch in der Krisenvorsorge erneuerbare Energien eine viel größere Rolle spielen sollen, genauso wie Speichertechnologien. Inselnetze in Verbindung mit dezentralen Stromerzeugern, insbesondere solche auf der Basis von erneuerbaren Energien, können die Gefahr von großflächigen Stromausfällen vermindern. Dafür müssten wir allerdings auch bei der Notstromversorgung weg von den fossilen Brennstoffen, die eben nicht sicher sind und wären dann wirklich unabhängig von Treibstoffnachlieferungen. Insellösungen für die kritische Infrastruktur können zum Beispiel Blockheizkraftwerke sein in Verbindung mit Biogas oder ähnlichen Anlagen, wie wir es heute schon in unserem tollen Klärwerk beobachten und anschauen können oder wie es auch viele Landwirtschaftsbetriebe in Sachsen und im Umfeld von Dresden machen. Oder auch Photovoltaik in Verbindung mit Brennstoffzellen, wobei mit Solarstrom Wasserstoff hergestellt werden könnte, dann als Brennstoff für die Brennstoffzellen dient. Treibstoff könnte dann selbst vor Ort produziert werden, statt ihn mit Notstrom aus dem Tanklager zu pumpen. Insellösungen für VerbraucherInnen sind Balkonkraftwerke, natürlich mit Speicher, weil ein Balkonkraftwerk funktioniert beim Stromausfall auch nicht mehr. Also kann man nicht einfach den Strom selber verbrauchen, wenn man keinen Speicher hat. Aber das wissen viele Menschen. Auch wenn es nicht leichter wird und mit der Dezentralisierung der Stromversorgung neue Herausforderungen hinzukommen, unsere Energiesicherheit wird steigen, wenn wir weiterdenken als bis zu Öl und Gas. Danke. Als nächster Redner für die CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das Thema hier in einem Rahmen einer Aktuellen Stunde zu behandeln, ist natürlich richtig und anders als Frau Mühlbach und andere Vorredner, glaube ich, ist es immer aktuell, weil man
weil es eines der Kernaufgaben unserer Stadt ist und auch gerade uns als Stadtrat, unsere Bevölkerung, die wir hier vertreten, uns darum zu sorgen, dass sie in Katastrophenhilfe auf eine effiziente Verwaltung hoffen kann, die in der Lage ist, diese Katastrophe, wie auch immer sie aussieht, zu bewältigen. Also deswegen, Frau Mühlbach, Populismus, populistische Anträge, fassen Sie sich mal an die eigene Nase, was hier von der SPD immer an populistischen Anträgen kommt. Da könnten wir ganz, ganz viel Zeit sparen. Also insofern ist es natürlich ein Aspekt, der richtig ist. Katastrophenvorsorge muss höchste Priorität haben. Und deswegen ist es sehr bedauerlich, dass wir mit dieser Tankanlage, die wir beschlossen haben, bisher noch nicht weitergekommen ist, weil es das sicher liegt ja auf der Hand, ein essentieller Beitrag ist, um hier in einem Fall eines Stromausfalls und eines längerfristigen Stromausfalls entsprechend die Notstromaggregate mit Strom versorgen zu können. Auf der anderen Seite, und das ist eine generelle Kritik, die ich hier anbringen muss, ist, Notfallpläne eignen sich nicht für eine öffentliche Debatte. Man muss sich vorstellen, wir leben in unsicheren Zeiten. Vielleicht hat das der eine oder andere noch nicht richtig realisiert. Aber es gibt durchaus, und das wird man konzidieren müssen, anders als noch vor Jahren, bestimmte Interessen, wo immer sie auf dieser Welt sind. Durch das Internet ist die Welt zu einem Dorf geworden. Und da gibt es Interessen, genau solche Pläne zu torpedieren, um den maximalen Erfolg einer bewusst herbeigeführten Katastrophe noch schlimmer zu machen. Und deswegen eignet sich das, ich sage es nochmal, nicht für eine Debatte hier. Wir haben, und das ist schon mehrfach erwähnt worden, und deswegen sind sie auch nicht öffentlich gemacht worden, eine Vielzahl in der Verwaltung von Plänen, die sich an möglichen Szenarien orientieren. Was aus unserer Sicht allerdings auch fehlt, das ist mal eine Frage, möchte ich jetzt allerdings aus den genannten Gründen gar nicht öffentlich diskutiert wissen. Wie oft wird denn geübt? Wie oft setzt sich denn der Verwaltungsstab zusammen? Wie oft werden denn Szenarien nach diesen Plänen mal durchdekliniert? Und insofern nehme ich schon etwas vorweg zu dem anderen Antrag, den wir von den Freien Wählern und Freien Bürgern heute noch diskutieren wollen. Es macht keinen Sinn, mit den Bürgern zu üben. Nein, die Verwaltung muss üben, damit sie in der Lage ist, den elementaren Bedürfnissen der Bürger in einem Katastrophenfall Abhilfe zu schaffen. Dann ist der Bürger beruhigt. Nicht er muss mitarbeiten, die Verwaltung muss die Strukturen haben, aufbauen und auch durchführen können. Und das bedarf regelmäßiger und intensiver Übungen. Und insofern, lassen Sie mich das sagen, war ich etwas verwundert, dass jedenfalls auf Verwaltungsebene bei der Arbeitstagung des Landeskommandos Sachsen der Bundeswehr, die sich mit der zivil-militärischen Zusammenarbeit befasst hat, auf Arbeitsebene von der Stadtverwaltung niemand da war, anders als Leipzig, anders als viele andere Kreise. Es ist ja Aufgabe des Landeskommandos, gerade im Katastrophenfall von der seitens der Bundeswehr Amtshilfe zu leisten, soweit die Zuständigkeit dort vorhanden ist. Da ist also durchaus noch was zu tun. Wir haben da Defizite, aber ich möchte es nochmal sagen, für eine Aktuelle Stunde in der Öffentlichkeit eignet sich dieses Thema eigentlich nicht. Das ist Sache des Ausschusses AV. Insofern stimme ich Herrn Lippmann zu. Als letztes noch ein Appell an Sie alle, meine Damen und Herren. Frage ich Sie mal, wer von Ihnen hat denn die NINA-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heruntergeladen? Es ist eine erste Maßnahme, mit denen man selber Vorsorge kann. Gucken Sie auf Ihre Handys, frage ich Sie mal, ob man das hat. Sie sollten alle mit dem guten Beispiel vorangehen und diese App herunterladen. Da gibt es gute Informationen und damit sollten wir alle anfangen. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für Fraktion Die Linken, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich komme noch mal zur Aktuellen Stunde zurück. Die Aktuelle Stunde entzündet sich daran, dass seit es
das Treibstofflager gibt an der Hamburger Straße. Dort noch nie. Und dieses Treibstofflager gab es schon vor dem Bombenangriff. Im Stromausfall, im Falle eines Stromausfalls Benzin oder Diesel oder irgendein Kraftstoff gezapft werden kann. Das ist uns seit Jahrzehnten nicht aufgefallen. Und jetzt wird es also zum Anlass einer aktuellen Stunde genommen. Und die Stadt hat ja im Prinzip in den letzten 100 Jahren viele Katastrophen erlebt, von der Flut über einen flächendeckenden Bombenangriff. Und die Frage, dass Strom flächendeckend dauernd nicht da war, ist nie der Fall gewesen. Selbst in den schlimmsten Zeiten des Zweiten Weltkriegs ist die Stromversorgung relativ schnell immer wieder hergestellt gewesen. Darauf möchte ich mal hinweisen, wie hier auch Panik geschürt wird. Wahrscheinlich haben alle dieses Buch von Mark Ellsberg, Blackout, gelesen, der im Prinzip da unterstellt, dass sowas nicht wieder hochzufahren ist. Und ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, da komme ich noch hin, beim Herrn Dr. Brauns, der ja im Prinzip, ja, dieser AV, diese gleich wieder militärisch-generalstabsmäßige Geheimhaltungstrieb, der da durchkommt, das gehört in den AV und nicht in die Öffentlichkeit. Dann sagt man, soll sich die NINA-App runterladen, da kriegt man gute Informationen. Der Anlass der Freien Wähler ist gewesen der Luftballon, der sich in ein Umspannwerk verirrt hat. Und das Erste, was tot war, waren sämtliche Handys. Das heißt, die NINA-App hat dort überhaupt nichts genutzt. Also so geht man im Prinzip mit Katastrophen um. Laden Sie sich was runter, was im Falle eines Stromausfalles als Erstes nicht mehr funktioniert, nämlich flächendeckender Mobilfunk. Ich wollte eigentlich folgendermaßen anfangen mit den zwei Zeilen einer Bittenrede aus Köln von 1979 im Februar, im Lichterglanz der Kölner Dom, die DDR fast ohne Strom. Im Winter 1978-79 habe ich selbst damals als Elfjähriger einen tagelangen Stromausfall im damaligen Karl-Marx-Stadt miterlebt. Die Energieversorgung der DDR kam an ihre Grenze, die Braunkohle war eingefroren. Vorher hat es intensive administrative Eingriffe in die Energieversorgung gegeben, politisch geschürt. Also man kam im Prinzip aus der Braunkohle, wollte dann zur Steinkohle. Dann kam im Prinzip ja die UdSSR mit billigem Öl, das wurde dann teurer. Da ging man aus dem Öl raus, wollte alles mit Kernkraft machen, das konnte man nicht bezahlen, hat es nicht fertig bekommen, kam wieder bei der Braunkohle raus und dann kam im Winter, die Braunkohle fror ein und der Strom fiel aus. Jetzt muss man sagen, wir sind damals viel noch widerstandsfähiger gewesen. Es gab Telefon. Die Deutsche Post hatte ein eigenes Telefonnetz und heute im Glasfasernetz kein Strom mehr anliegt zu Hause, ich kann nicht mehr telefonieren. Das heißt, die Verwundbarkeit der Bevölkerung ist heutzutage auch mit unseren Gewohnheiten viel größer geworden als damals. Wir hatten Stadtgas, wir konnten weiter kochen. Heute fällt Kochen vollkommen aus. Ja, das geht nicht mehr, das ging damals noch. Also wir haben natürlich Verwundbarkeiten, aber die liegen nicht daran, dass wir kein Benzin zapfen können. Das Weitere, was hier natürlich auch drollig ist, wir wollen für die weiteren Jahre, für 2 Millionen, dort ein Notstromaggregat fest installieren, wo wir jetzt schon gelernt haben, man könnte es eigentlich mobil vom technischen Hilfswerk im Bedarfsfall anbringen. Und das ist eigentlich die Vorzugslösung. Die Eigenheit von Katastrophen ist, dass sie etwas Unerwartetes unter Umständen tun, wo man aus dem den einen Fall, den x plus ersten Fall, für den man nicht vorbereitet ist. Und da ist natürlich dann gefragt, und da müssen wir mal sagen, wir haben eine leistungsfähige Feuerwehr in Dresden, wir haben ein leistungsfähiges technisches Hilfswerk, wobei technisches Hilfswerk und Feuerwehr auch noch immer überörtlich vernetzt sind und da sich auch helfen können. Das haben wir 2002, da sind im Prinzip aus Bayern Hilfskräfte gekommen. Es ist alles wunderbar, wie das funktioniert hat. Wir müssen uns ja gar nicht kleinreden und hier Panik schüren. Die Verletzlichkeiten liegen auf ganz anderer Ebene. Und dann will ich mal was anderes sagen, weil gesagt worden ist, die Bevölkerung hätte Angst. Die Bevölkerung hat zurzeit vor etwas ganz anderem Angst, als dass der Strom ausfallen könnte. Die Bevölkerung hat zurzeit intensiv Angst davor, den Strom, der anliegt, nicht mehr bezahlen zu können. Diese sozialen Probleme werden hier vollkommen unterbelichtet, dass hier im Prinzip die Strompreise, Energiepreise immer höher werden, sich diese Verteuerung immer mehr auch auf alles niederschlagen, Lebensmittel, die Nebenkosten in der Wohnung, die Mobilitätskosten. Und das ist eigentlich die Angst, die die Bevölkerung hat und mit der müssen wir uns auseinandersetzen, weil die im Prinzip täglich präsent ist. Was die Stromversorgung betrifft, sie ist im Prinzip auch dadurch, dass sie gerade nicht lokal organisiert ist, sondern dass sie inzwischen europaweit vernetzt ist, ist sie ungeheuer redundant und auch gut gesteuert. Das wollen wir mal nicht kleinreden und uns nicht an, will man sagen, Gruselromanen von österreichischen Schriftstellern hochziehen und hier Panik schüren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, und zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die Verwaltung wird der Kollege Pratzker noch einmal Stellung beziehen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
Für mich ist das Ganze ein wichtiges Thema. Und ich will sagen, es gibt ganz viele Bausteine, ganz viele Puzzleteile, auch ganz viele Ecken, die gebaut sind, insbesondere für den Katastrophenschutz. Aber wir brauchen für die Krisenvorsorge noch ein paar Teile und auch das Zusammenpuzzeln eines Gesamtbilds. Kurz ein paar Dinge, die wir haben. Es wurde genannt Verwaltungsstab, wir haben eine technische Einsatzleitung, wir haben Pläne für den Katastrophenfall, auch für einen Stromausfall. Wir haben Warnungs, die auch notstromgetrieben sind. Wir haben Merkblätter. Und was die Frage der Notstromaggregate für das Großtanklager betrifft, ist es so, dass die Baugenehmigung und auch der interne Bauauftrag erteilt ist. Und das ist die weitere Planung und die der Vergabe erfolgt. Dazu sollen 5 Tankstellen im Stadtgebiet für die Notstromertüchtigung erschlossen werden. Und dort hat die Vergabe für die 5 Tankstellen begonnen mit einer Vergabesumme pro Stück von 50.000 Euro. Und wir rechnen mit der Betriebsbereitschaft des Gesamtsystems, was wir dafür brauchen, mit Ende 2024. Parallel gibt es auch genauso Planung für Notstrombedingungen, Netzersatzanlagen, auch für das Trinkwasser, die bis Ende 2025 auch installiert werden sollen. Was wir als Verwaltung neben dem Bevölkerungsschutz, den ich gerade genannt habe, was uns da wichtig ist, dass wir auch eine Eigenvorsorge treffen. Dezentrale Verwaltungsorte planen wir 4 Stück mit jeweils 20 Arbeitsplätzen. Und Sie haben es gesagt, die Stadtbezirksämter in Pieschen und in Klotzsche haben entsprechend Notstromaggregate gekauft. Wir denken weiter und ich denke, wir brauchen ein Gesamtbild, damit das Bild sich schließt, für den Schutz, das bedeutet die Gefahrenabwehr, die Daseinsvorsorge und auch die Eigensvorsorge Hand in Hand. Und da werden wir drüber reden, was uns zum Beispiel bei einem 3-tägigen Stromausfall, den man durchaus mal planen muss, einfach wichtig ist, wie wir Sozialleistungen auszahlen, wie wir Kulturgüter schützen, wie wir IT-Struktur aufrechthalten. Und das wird auch etwas dauern, aber das ist durchaus ein Bereich, wo ich in meinem Geschäftsbereich, wo wir uns Pläne machen mit dem Brand- und Katastrophenschutzamt und auch mit dem Verwaltungsstab. Also wir wollen dort ein Gesamtbild, was das auch abdeckt. Vielen Dank. Damit wäre die Aktuelle Stunde beendet.